Ich kann Steine heben. Oh. Was? Nein. Warte kurz. Was war das für eine Scheiße? Was war das für eine Scheiße? Das sah so scheiße aus. Was ist das? Stretches. Ich sehe es. Ich will das nicht spielen. Das ist für mich gerade komplett blind. Anthony hat einfach gesagt, das ist ein Spiel, das dir gefallen wird. Ich habe gesagt, das wird das beste Let's Play of Crushorama aller Zeiten. Ich würde mal raten, das ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Ja. Geil. Das ist ein Koop-Spiel. Ah, scheiße. Oh mein Gott. Die erinnern mich an diese Conny-Bücher. Diese Conny geht zum Zahnarzt, der Arzt da richtig. Chef, wäre das wenigstens ein Freeze-Frame, aber das ist voll unangenehm. Und jetzt, ja. wenn man weiß, die stehen jetzt ganz. Ah, wir können das Geschlecht aussuchen. Ich bin männlich. Oh mein Gott! Jetzt ist das passt genau. Nein, zieh zu. Nein, das passt genau so zu uns. Ich bin doch der Blonde und du bist der Braune. Das ist gut. Ich bin extrem gespannt. Entweder werde ich gleich so enttäuscht sein oder überwältigt. Die Stretchers ist einfach das beste Spiel auf der Welt. Das hat fünfmal hintereinander Game of the Year gewonnen. Es kam gerade frisch raus. Ich glaube, es kam gerade heute raus, das Spiel. Und ich habe das gesehen in meinem Twitter-Feed und ich habe gedacht, yo, 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 guck das mal an. Aufstehen, Stretchers. Es ist Stretchers-Zeit. Ja. Yeah. Schön, dass wir da direkt schlafen. Los geht's. Disponente. Guten Morgen. Guten Morgen, meine Lieben. Was für ein perfekter Morgen für unseren monatlichen Trick. Ja, ist voll geil. Hast du gesehen, ja, ich weiß. Das ist echt Ragdoll. Ah, was? Yo! Oh, was? Okay. Oh, yo! Oh, warte. Warte, kann ich den, ja, kann ich den auch nehmen? Nimm den an meinen Händen. Wir müssen. Ah, okay. Yo, wir können ihn hier rauflegen. Ja. Wir müssen ihn aber zu zweit halten. Ja, und jetzt hast du was mit A? Nee, ich kann ihn nicht. Wir müssen ihn zusammen drauflegen. So, jetzt. Ah, warte, der hängt sich da gar nicht dran. Ja. Los. Okay. Stretcher Power. Okay, wir müssen, also. Pass auf! Wir müssen praktisch kranke Leute nehmen und sie in die Klinik bringen. Das ist unser Ziel. Ja, habe ich auch erkannt. Ich hätte schon gedacht, dass man sich so gegenseitig greifen kann. Okay, man kann ducken. Okay. Komm, wir gehen in die Russenlocke zusammen. Wir können klatschen. Das ist echt. Gutes Spiel. Das ist ein Albtraum. Das ist immer noch. Ah, okay. Oh, ah, die lassen uns wirklich das, noch gehen. Ja, das ist total real jetzt. Sie hat gesagt, wir treffen uns draußen. Die Frau, die ich nicht kenne. Los geht's. Was ist passiert? Ich meine, ich mag den Artstyle. Das ist halt schon so. Ich liebe dieses Spiel. Oh, Hühnchen. Oh nein. Mais? Also Weizen. Nee, das sind wir, Anthony. Oder? Sind wir das? Ich glaube, das ist unser Endgegner. Das ist unser Antagonist. Oh, das ist ja echt. Das ist der Erzfeind der Stretcher. What? Sie ist ausgenockt. Hm. Das ist eine Puppe. Alter. Ja. Das ist alles, was sie machen. Ja. Ich hab keine Ahnung, was sie machen. Sie sind irgendwie reingekommen. Das sind die Einzigen, die hier arbeiten. Ja. Ich okay, die rufen uns an. Jetzt ist ein Patient auf den Boden gefallen und wir müssen ihn holen, Max. Oh mein Gott, ist das ein Stretcher-Notfall? Das ist ein Stretcher-Notfall. Das ist so genial. Ich liebe es, dass guck das mal an. Ja. Das ist das Stretch-Car. Das ist das Stretch-Mobil, Alter. Ja. Oh, ich hab schon gehofft, dass wir das machen müssen. Spitze Lausche, etwas Ungewöhnliches geht auf der Farm vor sich. Farm-Symbol. Aha, aha. Selbst wenn die Räderbewegung folgt dem Martinshorn auf voller Lautstärke. Los geht's. Okay, ich darf fahren. Ich machen? Ist das wie Double Dash? Kann ich Sachen von hinten schmeißen? Also ich habe nicht erwartet, dass es eine Open World hat. Das ist nicht. Ja, okay, das doch, das ist schon eine Open World. Es macht mich gerade richtig glücklich. Nee, ich dachte, das ist so Level-basiert, so wie Overcooked. Oh nein, was? Das die stellen unsere so Füße raus, ja. Alles so genial. Ja, wirklich. Es sticht der Hafer. Der Hafer sticht, Maxi. Ich glaub's nicht. Moment mal. Oh nein. Oh nein. Er hat eine riesige Frisbee auf seinem Kopf und sie balancieren aus Spaß. Müssen wir sie jetzt etwa ins Auto tragen, Anthony? Ich glaube, die müssen wir jetzt retten, ja. Okay, schnell zur Klinik. Los geht's. Raus, Maxi, komm. Maxi, komm. Also, let's go. wir können die Hühner wirklich komm halten. Komm, komm. Trage fassen und auseinanderhalten. Warte. Mach mal die Scheitung weg. Okay, ich greif sie an den Armen und du an den Beinen. Was machen wir jetzt? Warte, wir müssen die Trage holen. Komm, hol meinen Trage aus meinem Rucksack.
Aus meinem Rucksack. Hier, siehst du die zwei Nippel? Nein! Du musst rausziehen. What? Okay, in die Hocke okay. gehen. Und warte, wie geht man in die Hocke? Ah, okay. Ja, yes. Super. Okay, okay. Lass uns gehen. Ab ins Gewichtsseitige Ambulanz. Das ist so geil. Guck, wie dorky das alles ist. Das ist halt echt ein... Das ist... Okay, das geht. Das ist halt echt so ein Gebiet auf... Komm mit, komm in der Welt, das zum Videospiel werden musste. Es war nur eine Frage der Zeit. Okay, können mehrere auf einmal aufsammeln? Ich denke schon, oder? Können Yo. Wir... Alter, Bonus, let's go. Nee, ich glaube, mehr als zwei gehen nicht. Doch, mag es, dass sie einfach eingesaugt werden, okay, dieses schwarze einen. Loch. Wir haben noch einen. Wo ist er denn? Oben rechts. Ah, stimmt, auf dem Heuhaufen. Komm, kommen wir da durch? Oh, aber ich denke, jetzt kommt eine Puzzle-Sektion. Wie kriegen wir den denn da runter? Einfach. Das war echt kompliziert. Das ist ein Puzzle. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schnell, loslassen. Okay. Lass uns einfach liegen. Ja. Tut sich das natürlich abbauen. Ab in die Klinik. Also wir müssen jetzt einfach reinspringen. Das ist alles Öko. Pass auf die Hühner. Ich hoffe nicht. Jetzt müssen wir uns beeilen. Let's go. Okay, ich bin ein Zoo. Was kann ich machen? Probieren wir irgendwas. Kannst du irgendwas machen? Ja, ich habe schon alles probiert. Ich kann nicht mal aus dem Fenster gucken oder so. Enttäuschend. Wir sind da. Wir sind zu Hause. Rein in den großen Kanister. Alter. Warte, oder müssen wir die noch heilen? Ich glaube, wir müssen die nur hinbringen. Ja, darum kümmern sich die Doktoren. Die Fünflinge. Das Ding hier könnte genau das sein, was wir jetzt brauchen. Sehen wir zu, wie diese attraktiven Mediziner sind. Die sind doch alle gleich, außer der eine Typ mit grauen Haaren, das ist ihr Vater. Ja, feiert das. Der Entdusler 3000. Die sind alle geduselt, verstehst du, Maxi? Unsere Patienten sind duselt. Verstehst du? Die sind geduselt. Was heißt das? Yo! Oh mein Gott. Das ist echt ein Dusel. Das ist echt krass. Ich bin echt froh, wie weit uns unsere moderne Medizin gebracht hat. Ja, ohne Witz. Vor 20 Jahren musstest du fast Todesangst haben, falls du geduselt wurdest. Aber leider Gottes haben wir die Anti-Dusel-Heilungsarmee. Was? Die glauben, das ist alles Brainwashing von der Regierung. Ach so, ist es ja auch. Ja. Muss so, ich leider zu. Es tut mir leid, ich stimme da nicht mehr zu. Das ist alles unterstützt von Big Dusel. Ich habe das Gefühl, das Auto kann ich verrecken. Musik ist so gut. Das Spiel ist einfach so genial. Es hat das so viel Energie. Das kam einfach aus dem Nix. Das wurde bei keiner Direct angekündigt. Ich habe das heute einfach auf Twitter gesehen. Das Spiel strotzt halt vor Charme. Es hat halt wirklich eine eigene Idee, die sie ausführen wollte. Und das hat das perfekt gemacht bisher. Ich liebe es. Oh, wow. Diese Waden können nur einer Person Ring gehören. Ring Fit Adventure. Fickt euch, was soll das? Das ist das. Was soll die Scheiße? Das ist unser Endgame. Pass auf, das Schwein wird jetzt geduselt. Nein! Woher wusstest du das? Ja, das ist ja offensichtlich, dass der Dusler duselt. Ja, heißt er der Dusler? Der heißt bestimmt der Dusler. Der Dusler. Haha, let's go. Warum hat er sich einfach gezeigt? Der Dusel, achso, da ist er. Hey, ich bin der Fiesling von vorhin. Captain Superhirn. Schade, Dusler wäre gut gewesen. Da wird er auch mal sein. Der war bei uns. Hä? Der war bei uns. Und dann? Aber der kam nicht mit unserer Zwillingsdynamik klar. Der war immer traurig. Okay, schnappt euch die Karte. Welche Karte? Oh, die Weltkarte. Oh, das sieht echt süß aus. Denkst du, ist das Original oder einfach nur irgendein Doodle? Irgendein Dusel-Doodle. Geht zur Seite GTA 5. Okay, komm, wir holen uns das, was ganz weit ist. Standausflug, wer macht da Wellen, verstehst du? Warte, ganz kurz, komm, wir tun, bevor die Leute sterben, wir gucken uns an, was es hier noch so gibt. Ich denke, es gibt... Damit kann man nichts machen. Das ist eine Ziehharmonika, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, schon klar, komm. Halt's fest. Das ist echt episch. Sing die ganze Zeit. Fuck, das tut mir so leid. Wir können uns umziehen. Oh, ja. Nein. Ja. Ja. Aber wir schalten das alles frei, das ist ja episch. Ah, verdammt. Lass uns beide blau sein. Ist das Spiel Switch-exklusiv? Ich weiß nicht. Denn die Farben sind ja genau die von den Joy-Con. Das ist ja nicht Zufall. Oh mein Gott, das ist kein Zufall. Das Spiel ist von Nintendo. Wirklich? Das ist zumindest gepublished von Nintendo, ja. Hä? Okay, das hätte man sich ehrlich gesagt auch denken können. Ja, also das ist irgendein Indie-Team, aber es ist gepublished von Nintendo und das finde ich mega cool. Dabei habe ich halt die Werbung gesehen, weil Nintendo macht ja immer aggressiv Werbung für ihr Spiel. Ich bin ehrlich, am Anfang war ich sehr skeptisch. Ja. Ich war stretching skeptisch. Echt? Warst du ich war ich war stretch skeptisch. Ja, wo war ich denn? Aber jetzt habe ich jetzt das langsame Spiel stretch-zeptiert. Also, das ist das beste Projekt, was wir jemals auf diesem Kanal spielen. Bisher? Ja! Aber fahr die Autos, fahr die an. Okay, machen wir mal eine Abkürzung. Wir haben Stretcher-Regeln, wir dürfen sieht das so machen. Cool aus. Das ist halt wirklich... Und die ist nicht unnötig groß, die haben einfach nur... Die Insel ist so groß, wie sie sein soll, dass es nicht gerade nervig wird. Stimmt, ja.
Also das Autofahren macht genauso lang Spaß, wie es halt Spaß macht. Genau. Okay, los geht's, Maxi. Wir müssen die Leute entduseln. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass es immer verschiedene Gründe gibt, warum die Leute geduselt werden. Nein. Es gibt ja nur einen Dusler. Captain Superhirn. Es gibt nur einen Dusler. Ja, Maxi, komm. Holen. Ah, oh, fuck. Ich hab echt die Stretcher Dynamic. Gibt's dafür? Ich denke, es gibt echt einen Bonus dafür, dass man... Ups. Was machst du? Ich wollte den Sinkknopf finden. Da, guck mal. Das ist ein Geheimnis. Ernsthaft? Denkst du, da ist ein... Wir können das mitnehmen in die Ambulanz. Ach so, können wir es einfach... Oh, jetzt haben wir einen Zeitbonus, jetzt. Also komm. Ah, okay, krass. Schnell, bring's auf. Ich hab die Tür geöffnet. Ich bring ihn aus dem Weg und öffne die Tür. Oh, wow, da ist ein Stuhl. Okay. Keine Zeit, um zu baden, Stretcho. Doch, Stretchy. Ich hab das Fahrrad. Wie hast du es aufbekommen? Du hast dich aufbekommen. Achso, ja, wir müssen das zur Ambulanz tragen. Ja, dann komm. Let's go. Okay, los. Ist es drauf? Leg's doch wir drauf. Wir müssen es auch nicht drauf. Okay, komm, tragen wir es. Wir haben nur noch 7 Minuten. Oh, yo. Stretch. Okay, schnell geht's rein. Stretchy. Geht echt rein. Yes. Komm, geh runter. Fuck, ich vergesse die ganze Zeit. Geh in die Hocke. So, ich hab's. Können wir den nicht drauf? Ich bin auf dem Trampolin drauf. Ich weiß, holen wir den jetzt. Hier haben wir aber ein Arschloch, das littert. Aber das ist ja nicht unser Problem. Nee, wir müssen uns nur um kranke Menschen sorgen. Das ist eben einfach nur King Hippo aus der Punch-Out-Serie. Du Penner! Lass ihn in Ruhe, er macht nichts. Wir sind Stretcher und keine Bademeister jetzt. Das ist... Ich sing ihn an. Ich trag's alleine. Ich sing ihn zu Tode. Erkennst du nicht, wer ich bin? Geht. Ich bin einer der Stretcher. Ich bin Stretcho, der Stretcher. Ich bin... Mit meinem Bruder Stretchy, der Stretcher. Und wir stretchen uns durch die ganze Zeit. Also komm, das lassen wir einfach liegen. Nee, wir kriegen immer mehr Anschein. Ich bin die ganze Zeit in Hoppen-Modus drin. Nein, hör auf! Öffne die eine Tür, ich die andere. Los, raus da, Kollege! Oh. Yo! Oh, no, nein. Oh ja, komm jetzt, kann ich komm, Stretchy. An die andere Seite, What? Geh an die andere Seite. Ah. Komm, Stretchy. Let's go. Los. Ich kann mir vorstellen, wie viel Spaß die hatten, dieses Videospiel zum entwickeln. Komm. Man sieht, ja, wie gesagt, stimmt, den Stretcher. Hol es raus, so perfekt. Es fühlt sich halt wirklich, wie ich gesagt habe, es fühlt sich wirklich an wie eine Vision, die sie einfach umsetzen wollten. Also so ein richtiges Nintendo-Spiel einfach. Okay, ja, ich glaube, Nintendo hat das Spiel gesehen, in der Entwickler hat gesagt, wir publishen das jetzt. Wir machen das zum besten Stretch-basierten Spiel auf der Welt. Lass los. Okay, wo ist der Letzte? Also die Stretcher verschwinden wirklich automatisch, das ist echt funny. Ich dachte, man kann die so für immer duplikieren. Wo bist Sing du? Mit mir, Stretchy. Nein, ich klatsch lieber. Hab ich schon. Ich hab schon alles hier geöffnet. Okay, schnell. Hä, wo steckt der? Ich denke im Wasser wirklich einfach. Wir können ja ins Wasser reingehen. Wir können schwimmen. Wir können schwimmen. Ja, ich habe auch nicht erwartet, dass die Stretcher wirklich sterben können. Nein. Verfickte Scheiße. Denkst du, ihre roten Blutteilchen sind einfach nur ganz kleine Stretcher in ihren Venen? Unterm Boot! Was? Unterm Boot! Oh! Also ich zieh das Boot weg und du ziehst den. Okay. Oh Gott! Ist er wirklich? Okay, also ich hol bei dir den Stretcher raus. Er ist fett, wir müssen ihn schon bei dir tragen. Den Stretcher raus. Komm, hol den. Ja, dreh dich um! Wir haben noch Minuten, wir haben Zeit, Anthony. Keinen Grund, um durchzudrehen. Okay, los geht's. Ein Stretcher bewahrt Ruhe. Okay, los. Ist das der? Das ist der Letzte, das ist ein Sumo-Ringer. Ist echt lustig, weil er fett ist. Warum laufen hier die ganze Zeit Leute? Was ist aus der Zivilcourage passiert? Du musst schnell nach Hause. Ah, stimmt, es geht auch nur zur Zeit. Los, Anthony! Okay, schnell. Hier lagen ja Dusler wie Sand am Meer. Schnell zur Klinik mit ihm, bevor uns doch der heilige Klabautermann erwischt. Hör auf, das ist die falsche Perspektive. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt mache. Stretcho, du musst die Perspektive wechseln. Stretcho, Stretchy, fuck, wie heißt sie? Die Musik ruft wirklich nach medizinischen Notfällen. Und Overcooked. Das ganze Spiel erinnert mich allgemein ziemlich an Overcooked. Oh! Yes! Oh! Leute, raus da! Alter, komm schon. Alter, muss das sein? Mach du wieder trotzdem.